Hallo und willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2015. Wieder dabei unser hübsches Riekerlein. Hallo. Und wieder auf der Nordheide und immer noch beim Häcksel. Tja. Immer noch. Ach, warte, stopp, halt, brutt. Hier rutschen die Socken. Und wenn ich dann hier auf diesem, auf den Pedalen rumtrete und die Socken rutschen, das ist nicht schön. Dann zieh die Socken aus. Nee, das ist kalt. Schade, sonst hätte ich dir dann die Füße massiert. Da wir ja heute ein bisschen aufnehmen, heute ist Silvester übrigens. Ja. Und es regnet. Ja, bei dir. Bei mir regnet es. Und wie es regnet? Also in Bindfäden, will ich sagen. In Bindfäden? Ja, aber wie? Also sowas Widerliches. Aber ich dachte, du gehst zu Silvester eh nicht fort. Nö. Ich auch nicht. Da mal kurzzeitig so einen Plan in meinem Kopf, aber den habe ich dann doch wieder verworfen. Einen Kurztrip nach Österreich wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, zahlt sich eigentlich nicht aus für ein paar Stunden, ehrlich gesagt. Ja, eben. Ja, ich würde eine Stunde fliegen ungefähr, aber da weiß gar nicht, würde ich wahrscheinlich in Wien ankommen und ich weiß nicht, wie weit Wien von der Location weit weg ist. Circa 60 Kilometer. Ja. Aber ich hab's dir eh gesagt, wenn du irgendwann mal sowas vorhast, du brauchst dich ja nur melden, ich hol dich ab. Oder euch, oder weiß ich nicht. So wie es aussieht, wird das sowieso im August was. Ja, leider. Leider. Warum leider? Warum leider? Weil ich eigentlich auch vorgehabt habe, mal hochzufahren in deine Gegend. Ja. Tu dir keinen Zwang an. Ah, jetzt auf einmal wieder. Gar kein Problem mit. Ja, du nicht. Sieht ja aus wie Kraut und Rüben. Nein, wie Mais. Mein Bambusstock, mein Bambusstock. Ja, ich bin mal gespannt, wie dann nächstes Jahr die Annie Night ist. Ja. Letztes Mal war ich ja 2012 da. Wird mal wieder Zeit, ne? Und auf was freust du dich dann mehr? Auf die Annie Night oder uns zu sehen? Eigentlich auf beides. Ich weiß ja nicht, wer, wenn ich da bin, alles überall da ist überhaupt. Ja, ich komme auf jeden Fall. Der Ditch hat auch schon angekündigt mal, dass er eigentlich dahin wollte. Okay. Weil ich habe ihn erst darauf gebracht, er wusste gar nicht, dass das überhaupt existiert. Okay. Obwohl er ja so ein Anime-Fan auch ist. Ja. Aber na gut. Auch ein Deutscher kann einem Österreicher noch was beibringen. Ich sag jetzt nichts drauf. Aber was denn? Naja, früher war es etwas umgekehrt. Pfff.
Ja, du bringst mir immer nur so komische Lieder bei, die ich dann nicht mehr aus dem Hirn rauskriege. Hey, ich hab dir schon vieles beigebracht, nicht nur die Lieder. Das hört sich jetzt komisch an. Was jetzt? Ich hab einen Schlenker gemacht. Achso. Ja, ist nicht so wild, du ja nicht der Erste. Nee. Und wird auch sicher nicht der Letzte sein. Nö. Ach, na ja. Was soll's, ne? Sag ich halt heute. Ja, genau. Mein Ohr juckt. Warum juckt mein Ohr immer, wenn wir aufnehmen? Wer weiß, was ich mit deinen Ohren mache. Mein Blablabla. Ja. Ich hab da immer was im Ohr, ich weiß gar nicht, was das soll. Ich hab einen kleinen Mann im Ohr. Naja, so klein. Moment, ist er klein, ja. Also wenn er so groß wäre, wie er wirklich ist, dann hätte ich aber ein Problem. Der würde in mein kleines zartes Öhrchen gar nicht Nee. reinpassen. Dieses Hexenlein, das dauert so lange, das macht mich fertig, ey. Was sollte ich auch in deinem Ohr? Da suche ich mir lieber andere Körperöffnungen. Ja, war mir klar. Ach Gott, nicht nur das Hexe macht mich fertig, der Typ auch noch. Geballte Ladung. Oh Gott. Du bist so dusselig, ey. Das ist unfassbar. Ja. Der kommt auf Ideen. Übrigens ist gestern genauso ein Trecker, wie du da gerade fährst, an mir vorbeigefahren. Ui. Ja, Das ui. finde ich aber toll. Das finde ich super. Ja? Du magst ja dein blaues Treckerlein hier. Ja. Ich nicht. Da sagt mein Mann, guck mal, da kommt ein blauer Trecker. Also ich kann mich gerade nicht umdrehen, ich habe die Ponys an der Hand. Und dann ist er an mir vorbeigefahren. Ja, voll. Eat. Tschüss. Tschüss. Ja. Bis gleich. Ja. Mein Bambusstock, mein Bambus. Oh Gott, jetzt hör doch mal auf, Alter. Das ist ja. Lieber nimmt den Hut oder nimmt den Rock, aber lass mir bitte meinen Bambusstock. Ach Habe. du Sch. Wenn du 50 bist, ärgere ich dich auch noch damit. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ich bin so glücklich müde, wa? Jetzt bist du jetzt schon müde? Immer noch. Also immer noch. Ja. Ist ja eh schon. Wie spät haben wir denn? 11. Null.
Trabico. Lässt du dich wieder ins Beutel? Ja. Toll. Hat irgendeiner Feueralarm ausgelöst? Und ist die Feuerwehr dahin gefahren? Und was war? Es war nur ein Schwein auf dem Grill. Naja. Was ist das Ding eigentlich? 83%, na Donnerknispel, wa? Jetzt um was? Ja, das verkauf mal, du. Aber Ja. das dauert, oh, das wird, nee, das Ausladen kannst du alleine machen, dafür bin ich nicht dabei. Wieso denn? Ich mache in der Zeit dann irgendwelche Missionen oder so. Apropos Missionen, ich müsste mal wieder gucken, ob ich Missionen Nein, mache. jetzt nicht. Jetzt machen wir das Feld hier fertig. Ja, wenn das Feld fertig ist, du Knaller. Ja. Ich schieße dich heute Nacht in die Luft, du. Dann bin ich ein Stern am Himmel und kann leuchten nur für dich. Oh Gott. Oh, es regnet. Was hast du heute mal, glaube ich, schon mal erwähnt? Ich hab mir Pappschnauze, ich muss immer einen Schluck trinken, ey. Was ist denn das hier heute? Ja. Oh, ich bin gleich beim Häcksler. Ja, ist schön. Ja. Ich habe ihn schon angeschaltet. Ich hab's gesehen. Nicht, dass du wieder meckerst. Wieder Mecker vom Ecker. So, bin da. Ja, ich auch. Grüß Gott. Hallo. Ah, Hilfe, mein Pedal hat sich verschoben. Huch! Oder die beiden weh. Uiuiui, warte. Ich muss mich erstmal wieder hier richtig einrichten. Warte mal, ich fahre da vorne noch zu ein paar Stängeln Ja. hin. Rieger kann keinen Stängel stehen lassen. Doch, stehen lassen kann ich sie schon. Warst du gleich die Länge wieder? Ja. Boah, mit Karacho kommt er da rum, du. Mein Bambusstock. Fahr mal ein Stück rüber. Ja, mache ich ja schon. So, jetzt kannst du gleich nach rechts rüberziehen. Ja, will ich ja. Ich meinte eigentlich anders. Hä? Ich meinte, dass du hier jetzt die Länge fährst. Ach so. Hä? Ja, ist ja gut. Ich fahre ja so, wie du das magst. So wie ich's Ui, mag. oh lalala. Warte, ich muss mich wieder ausrichten hier. Fall heißt es denn nicht alles für den Dackel, alles für den Club? In diesem Fall heißt es dann alles für den Strahler, alles für den Clan. Ja, wir wissen sie. Du gibst ja alles für den Strahler. Mit vollem Körper. Also praktisch gesehenerweise vielleicht schon, aber nein, praktisch nicht, aber theoretisch gesehen. Praktisch ist schlecht. Ja. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Nein, geh nicht durch. Aber Rickerlein, Hat nur schon wieder. ich muss dir was sagen, meine mir Angetraute. Hä?
Die Folge ist zu Ende. Ja, sowas aber auch. Ja, deswegen Kann das sagen, denn passieren? man war es nicht. Ulla. Ulala. Gut. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.